Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Planet Zoo. Und wir sehen es gerade. Oh, warum bist denn du eingepackt? Aus der Devox holen hier. Es ist Winter geworden und das wird wahrscheinlich einigen Tieren überhaupt nicht passen. Vor allem unseren. Wie viel Galapagos-Schildkröten haben wir, bitteschön? Ich sehe hier schon mal zwei. Aber die sind tierleidend unter niedrigem Wohlbefinden und ich wette, das hat mit der Temperatur zu tun. Gelände passt nicht mehr genau und die stabile Rücksitze für alle Tiere. Hä? Habe ich doch gebaut. Hier, guck mal. Aber die Temperatur passt hier gar nicht mehr. Bedeutet, wir müssen hier eine Einrichtung bauen. Und zwar, wo ist er denn? Irgendwo war das Zeug. Ich hab's vergessen, wo. Oder war das? Ach, das war unter Gehege. Ich habe Esklum. Es geht aber hier unter die Klimaanlage, unter die Heizkörper. Es geht um die Heizkörper, genau. So. Und die sind auf was für Temperaturen eingestellt? 30. Weil rein theoretisch, wenn ich jetzt Gas gebe, sollte dieses Teil. Oh ja, ich habe ja auf Gas geben eingestellt. Reichweite mal erhöhen. Also wenn du im falschen Bereich befindest, dann ist es klar. Also ist eh schon wieder Sommer. Ich habe euch gesagt, ihr sollt euch darum kümmern. Tierpfleger rufen, Tierarzt rufen, Techniker rufen. Füttert die Tiere. Die haben Hunger. Tier ist gestresst. Warte mal, Tier ist gestresst? Wieso ist Tier gestresst? Wieso bist du gestresst? Wieso bist du gestresst? Leg dich hin. Gut, passt. Kanan! Willkommen bei uns im Zoo. Ich hoffe, du hast einen wunderschönen Aufenthalt hier bei uns im Raxamane. So, das Leistenkrokodil, ja, das haben wir leider noch nicht eingeführt. Aber das ist unsere heutige Aufgabe. Wir müssen ein Gehege für das Leistenkrokodil bauen. Und ich würde sagen, das kriegt einen überdachten Stand. Und ich glaube, wir haben irgendwas geschafft hier. Wir nehmen zwei verschiedene Gehegetierarten auf und platzieren sie. Haben wir geschafft. So, der Gabelbock wird bald erwachsen. Ist ein Männchen. Und wo ist unser erwachsener Gabelbock? Das ist unser, oh, das ist unser 5-Sterne-Weibchen. Das ist aber schon alt geworden. Das ist auch unser. Hä, haben wir nur Weibchen? So, Moment mal. Warte mal. Hä? Tiere 6. Doch. Da haben wir doch einen Erwachsenen. Ein weibliches und eins, das wir noch befruchten können, weiblich. Eieiei, das könnte eng werden. Mal schauen, weil dann müssen wir den alten rausschmeißen, wenn da einer erwachsen wird. Veterinärforschung abgeschlossen. Auf was denn? Super, unsere gelbe Anaconda, den können wir nochmal. Und dann tun wir auf den hier erforschen. Also können wir uns erstmal nochmal um unsere Schlange kümmern. Da war doch irgendwas, dass wir. Hier. Truppenpflanze, C tun wir aktivieren. Ein breiter Stumpf. Die machen wir aus. Das passt doch so perfekt. Können wir bei dir noch was hinzufügen? Das finde ich gut und ein. Das finde ich gut. Dann passt es dem auch. Perfekt. Forschungsverwaltung, was? Die sind aber flott heute drauf. Holla, die Waldfee. Ja, lass die Schlange schnell fertig erforschen. Was können wir denn noch machen bei der? Jetzt bin ich gerade hier voll auf Rush-Arc. Hier haben wir noch nicht. Schade. Okay.
Ah, die Frage ist, wie bauen wir jetzt zum Beispiel... Warum hast du schon wieder vibriert? Oh, warte mal. Ich muss noch mal kurz beantworten, das ist jetzt wichtig gerade. Weil, da geht es darum, dass ich mit meinem Cousin spielen wollte. Antworten. Gib mal noch so 3, 5 Min. Folgen für kommende Woche auf. Jetzt werde ich natürlich schon gefragt, wie schaut's aus? Wir müssen zocken, 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 zocken. Gabelbock hat bald Nachwuchs. Ah, du hast Nachwuchs. Guck mal, vielleicht sehen wir das diesmal. Oh, es kratzt. Ah, du bist doch noch so jung, oder? Legt sie sich jetzt hin? Oh ja, hat Nachwuchs bekommen. Weiblich? Weibchen oder Männchen? Schon wieder Alter, langsam reicht's mit dem Männchen hier. So, dann mal, Giva. Ach nee, das ist jetzt gar nicht gut. Wo ist denn unser altes? Bist du unser Jungmännchen? Da sind sehr viele Junge. Und wo ist der andere? Du bist der Alte. Du bist der Zwei-Stern. Aber der ist natürlich wertvoller als der Drei-Stern. Aber der hat es natürlich auch wieder so. Bedeutet, ich würde sagen, dass er hier freigelassen wird. Ihn lassen wir frei. Wurde aus dem Zoo verfrachtet. Der Kanan ist immer noch da. Schauen wir nochmal in den Tierhandel, was wir aktuell so da am Verkaufspunkt hätten. Wir haben Bongo. Wir haben ein paar Krokodilarten. Königstiger. Uhuhu. Wäre natürlich schon geil, aber schauen wir mal. Jede Tierart, was hält man denn Königstiger? Wäre natürlich schon was Exklusives. Und machen wir. Scheiß drauf, den Königstiger holen wir uns. Und ich weiß auch haargenau, wo der hinkommt. Ich würde mal sagen, hier kommt ein neues Stück Land hin. Uhuhu. So, warte mal. Wand kurz kürzen. Und jetzt kommt hier noch... Einmal gerade biegen. So. Leider haben wir noch nicht das undurchsichtige, ja, ich bin nur wieder schlau. Das durchsichtige Glas, ansonsten wäre das mega cool geworden. So, perfekt. So. Dann könnten wir das Löwenhaus bauen, aber es funktioniert noch nicht. So, das wird jetzt das Löwengehege. Und ich würde sagen, wir machen von dort nach da einen Übergang. Und jetzt brauchen wir aber erstmal den Unterstand. Bauen. Architekturwende. Wie bauen wir denn? Bauen wir so eine leichte Holzvariante? Holzplanken. Ja, das sind nur Planken, okay. Dich ist jetzt halt hier ein bisschen doof, aber setzen wir mal hier so circa mal eine Hütte hin. So.
So, so. Hierum, darum, Löffelstiel. Wer nicht mag, der hat schon viel. So. Ich will das in der Zukunft irgendwie alles zugänglich machen. Deswegen sollte es jetzt eigentlich nur so ein sporadischer Unterkunftspunkt sein. Wo er für die erste Zeit halt unterkommen kann, aber ist auch nicht unbedingt ewig. So. Und dann... Das muss noch alles dann weg. Sogar Zustand... Das könnte problematisch werden. Das könnte problematisch werden. Komm, dreh dich um. So, zack. Zack. Warte mal, jetzt dich entfernen. Nee, das brauchen wir nicht. Jetzt machen wir hier Dächer. Und dann nehmen wir Asphaltdach. Dann nehmen wir das flachere Dach. So. Zack. Wieder auf dieselbe Höhe. Zähne steht kurz vor der Inzucht. Gib mir einen Moment, ich bin gerade überfordert. Was? Wieso befindet ihr euch in Inzucht? Ich habe euch gesagt, nicht mit der Mutter ficken. Und warum habe ich hier gerade kein gerades Dach? Ist das denn so schlimm? Oh. Jetzt erwartet es Nachwuchs. Hups. Ja, ich sehe jetzt auch nicht unbedingt so die schlimmste Sache, oder? So. Unterstand, check. Was relativ Simples, wo er sich auch verstecken kann, notfalls. Ist nur ein bisschen größer geworden, wie sonst immer, die Gebäude. Ist Inzucht denn in dem Spiel so? Ich habe gedacht, in dem Spiel gibt es keine Inzucht. Also, weißt du, ich war mir irgendwann klar, dass dieses Spiel sehr detailgetreu ist und sehr genau, was die Wahrheit angeht. Aber ich habe nicht gedacht, so unbedingt. So heftig genau. So, jetzt haben wir hier sozusagen. Au! Ja, das sollte eventuell nicht passieren. Gelände. Auf Oberfläche angleichen. Warte nochmal kurz. Ich muss hier nochmal kurz was machen. Also das kann leider nicht sein, dass das nicht so. Jetzt funktioniert's. Hups. Die Barriere braucht natürlich noch einen Eingang. So. Dann gehen wir in Gehege, filtern, Art. Wo ist denn der Königstiger? Königstiger. 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 Königstiger haben wir es doch. Alles. Unterstand haben wir schon. Nicht küssen. Bäh. Weißt du nicht, warum der sowas Kletterbaumstamm haben will, aber okay. Rückzug aus haben wir schon. Der kriegt hier über so ein paar kleine von denen hin. Wenn er unbedingt will, kann er daraus auch trinken. Und zwei Esstableaus. Einmal hier hin. Einmal dorthin. Aber Leute, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, ruhig langsam mal.
Ich hoffe, es gefällt mir. Ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.